But if you close your eyes. Hi und herzlich willkommen zurück wieder zu einer weiteren Folge von dem, was ich hier mache. Wahrscheinlich ist es wieder Minecraft Feeds Beast Infinity Evolve. Ich bin jetzt gerade dabei, die Welt zu laden, wie man unschwer erkennen kann. Heute mal mit Tageslicht, also nicht Tageslicht, eigentlich nur das Licht der Decke, aber okay. Verdammt, was passiert mit mir? Yo, vom letzten Mal, wo wir noch mit den netten Welten rumexperimentiert haben. Ich weiß nicht, ob ich das noch gestreamt habe oder nicht mehr. Bin gerade so nach dem ganzen Bums da irgendwie entkommen. Und war maximal genervt. Aber gut. Warum heute mal mit diesem richtigen Licht, wo man mich mal wirklich erkennen kann? Ich baue in den nächsten zwei Wochen mein Zockerzimmer um. Und baue das alles auf die andere Seite, in ein anderes Zimmer. Dazu werde ich aber noch höchstwahrscheinlich ein, zwei nette Videos fabrizieren. Da muss ich aber erst noch gucken, wie ich das mache. Weil ich was bauen wollte und da wollte ich noch ein Tutorial drüber machen. Tutorial, um mal hier in der Sprache der Zwölfjährigen zu bleiben. Genau. Da wollte ich auf jeden Fall noch zeigen, wie ich die Spiegel baue, weil da habe ich eigentlich eine sehr coole Idee und wollte das halt auch auf jeden Fall umsetzen. Oh, schade, das klappt so leider nicht. Wir brauchen definitiv noch ein Glas für dieses nette Bauwerk. Dann würde ich mich heute dafür bereit erklären, den Kack hier mal zu beenden. Damit der auch mal langsam zugemacht wird hier. Leider Gottes fehlen aber immer noch die ganzen Köpfe, die wir dafür brauchen. Bloß da kann ich ehrlich gesagt nicht zaubern. Deswegen müssen wir da warten. Bis ich die zusammengefarmt habe. Genau, wie ihr auch sehen könnt, ich habe netterweise in der Welt alle mein Hab und Gut wieder einmal verloren. Ist ja nicht das erste Mal. Kann keiner runterfallen. Ich drücke. Alle Verlangsamungen sind wieder weg. Sehr schön. So. Hier, das passt alles. Genau, ich habe das Buch schon wieder abgenommen. Und hier in das nette Ding hier gepackt. Ich habe auch in diesem Let's Play einfach kein Glück mit diesen gottverdammten Büchern, muss ich echt mal gestehen. Was haben wir denn hier für nette Bücher? Black Color, kein Wetter. Okay. Kranken. Destilliertes Wasser, Modifizierungen entfernen. Modifizierungen entfernen, das ist ein sehr, sehr gutes Blatt. Kein Wetter finde ich auch sehr dufte. So, was wir jetzt auf jeden Fall noch machen müssen, ist zwei weitere Truhen bauen. Für diese ganzen netten Bücherchen, die wir hier haben. Das sind ja lange noch nicht alle Bücher. Was haben wir denn hier? Black Color. So, dunkler Mond, dunkler. Okay. Wasserfarben, Sonnenuntergangsfarben, dunkle Sonne, Mega-Tiger. Okay, da ist auch nichts Produktives drin. Normale Sterne, normale Sterne ist auch. Wolkenfarben, normaler Mond brauchen wir auch. Akazien. Okay,
Extreme Hills und M plus M. Wenn ich nicht. Wille von. Schwebende Inseln. Eine Modifizierung, die ohne Jetpack echt sinnfrei ist. Für mich zumindest. Blub, 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 blub. Natürliche Wolkenfarben, Grasfarbe. Natürliche Grasfarbe. Hier. Alle Sterne packen wir hier mit drauf. Trap, Forest. Flüssiger Tod. Also flüssiger Tod ist jetzt so ein Ding, das wir wahrscheinlich nicht brauchen werden. Also, geht mal von aus. Dunkle Sterne, grenzenloser Himmel. Alle natürliche Grenzen. Ewiger Regen. Oh, ewiger Regen ist aber auch eine schöne Welt. Bin ich halt immer maximal genervt. Mal gucken, was man noch alles. Tag, Olivia, Color, natürliche Grasfarben, Himmelsfarben, rosa Himmel, Mushroom Eis, Tropenholz, Fungi Forest, Flux, Schleim. Hört sich interessant an. Hört sich interessant an. So, hier, blub, blub, Blattwerkfarben, Regenbogenfarben, hello. Wir sind teilweise sind hier bewölkt. Sind hier Dinger bei, die kenne ich noch nicht mal. So, Gleichschaft, blub, 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 blub. Funkelnde Sterne. Ah ne, funkelnde Sterne ist nicht so geil. Funkelnde Sterne, natürliche Grasfarben. Nacht, Himmels. Meaning, Mining. Moor, Block, Wasser. Fleischmasse. So, jetzt hier letzter. Blub, blub. Modifizierungen entfernen. Dead Forest. Flüssiges Ilorium. Warum zur Hölle sollte ich mir eine Map machen, wo ich eine Dead Forest drin habe? Alter, ich bin ja so schon froh, wenn ich mal überlebe in diesem verkackten Drecksspiel. Modifizierung entfernen. Ups. So. Schlafsack. Ach, den habe ich ja auch verloren. Genau, und ich habe zwei Pferderüstungen gefunden noch. Also, ich kann endlich mal nach geschätzt 6000 Toten den Kack geschafft habe. Dachte ich mir jetzt aber richtig und habe dann in der Welt noch ein bisschen geguckt, bin halt allem anderen möglichen ausgewichen. Bin dann halt relativ schnell, als ich wieder gefährlich wurde, nach Hause gegangen. Verloren habe ich trotzdem alles. So. Ja, mal spontan behaupten, da werden wir jetzt nicht mehr weiter rumexperimentieren, vorerst, bis die komische Buchte da fertig ist. Köpfe, damit wir die nicht rumspazieren tragen müssen, von mir selber packen wir mal da unten hin. Eine kommen hier hin. Dip, 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 dip. Dip, 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 dip. Mal ein bisschen sortieren hier. So, jetzt warten wir, bis es Nacht wird. Papier wollte ich noch wegbringen. Wenn es Nacht ist, können wir Endermänner jagen.
Hoffen, dass wir einen Enderkopf bekommen, weil dann müssen wir nicht ins Ender farmen. Da habe ich nämlich so Semi-Bock drauf. So, hier sind die ganzen Dinger drin. So, dann würde ich spontan behaupten, wir bringen den Rest jetzt mal unter. Unter. Ja, wir bringen den Rest unter. Nicht runter, sondern unter. Hier ist voll. Hier ist noch Platz. So, und das kannst du jetzt nochmal wieder mit hoch. Weil wir haben ja unsere Enderman Farm soweit schon, dass wir jetzt nur noch so einen scheiß Kopf brauchen. Genau, ich habe noch die Kabel verlegt gehabt. Ich muss jetzt nur noch diesen komischen Spawner hier aktivieren, dann können wir die hier alle kaputt schlagen. So ist der Plan. Die Theorie ist mal wieder ganz anders, weil die Theorie, da müssen wir mal gucken, wie das klappt. Sag ich jetzt mal einfach so. Problem ist halt nur, ich habe schon fest noch die Uhr zu gucken. Ich kann jetzt erstmal nichts machen, bis ich irgendwo einen Enderman finde, mit dem ich mich dann boxen kann. Könnt mal unten gucken. Lauf, 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 lauf. Mein Trinken ist alle. Das ist echt semi-geil, wirklich. Das belastet mich schon so ein Müh. Habe ich ja eigentlich dazu gemacht gehabt, ne? Ah, Flimpy, du Trottel! Verdammt! Verdammt, 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 verdammt! Aber ich habe doch unseren Turtle losgeschickt. Muhaha! Habe ich in der letzten Folge leider vergessen nachzugucken. Muhaha! Natürlich habe ich keine Fackeln dabei. Warum sollte ich auch Fackeln mitnehmen? Das macht ja gar keinen Sinn. Dann fahren wir jetzt hier erstmal noch ein bisschen. Neutronium, Redstone, Iron. Sollte sich ja irgendwo wohl Kohle finden unterwegs. Geht man von aus. Ist doch wohl ein Witz, ne? Sonst findet man von dem Kack immer mehr als genug. Ach, hier haben wir es. Kaum braucht man mal wirklich was davon, findet man nichts. Ist doch alles Algengrütze. Ah, fuck. So, jetzt können wir aber schon mal... Leider Gottes brauche ich jetzt dringend normale Steinchen. 8 Stück werden nicht reichen. 12 auch nicht. 16 sind schon mal ganz okay. Ah, das kann nicht sein. Eine einzige hätte gereicht. Ein einziger verkackter Stein hätte gereicht. Natürlich müssen da, es müssen Monster da sein, ansonsten macht es keinen Spaß. Kann ich mich jetzt schon abschießen? Hör auf! Hör auf! Na, geht doch. So, aber jetzt habe ich gleich folgendes Problem. Wie die Leute auf den Sack gehen. Dahin. Ach, wie, das waren nicht alle dann Wasser? Oh, komm schon. Ja, wir können hier schon mal was
Hinstellen. So, jetzt hier nochmal das Wasserleck stopfen. Ja. Ernst? Ach, hier ist der Turtle, sehr gut. Mich raten, der ist mehr als nur voll. Jupza. Auf dem Rückweg können wir Fackel stellen und die ganzen Ressourcen mitnehmen. Ist ein super Plan, finde ich. Wann geht das denn? Goldbüsche. Die sammelt er noch ein, also hat er noch Kapazität. Alumite. Gut. Nehmen wir hier noch eine Fackel hin und nehmen das hier mal mit. Passt alle. So. Fragt euch in Ayolt hier sehen. Na, warum kannst du die nicht mitnehmen? Ist sie voll, ne? Jo. Kohle noch einsacken. Jolt. Jolt mit J geschrieben. Jolt. Kannst du das Holz wegschmeißen für. Weil keine Diamanten gefunden. Das ist so ein bisschen lustig. Keine Diamanten. Grausam. Einfach nur grausam. So, dann können wir die Kohle auch mitnehmen. Egal, ob ich baue, damit ich die Fackeln setzen kann. So, hier, oh, fackelt aber einen schon lange, der Redstone. Zack. Hier noch einer. Hier haben wir noch Eisen. Na, das läuft wie ein Länderspiel. Das läuft wie ein Länderspiel. Ja, ich sehe den Redstone, keine Sorge, aber ich wollte erstmal nur ein bisschen was wegbauen, damit ich. Aber noch einer. Ups, da. So. Also anstatt die Steine könnte ich natürlich auch, weil cleverer wäre, die Fackeln wegschmeißen. Ach, die Fackeln, nein, Quatsch. Hier, wie heißt das? Die, na, erzähl da mal. Das hier, vom Skelett, jetzt hammert. Helorium nehmen wir auch noch mit. Wer hab ich angegriffen? Bist du bescheuert? Das sind. Bin ich als Kind damals oft gegen die Wand geworfen oder was? Wo ist er? Oh. Oh. Wo kommt er denn jetzt her? Jetzt kommt da erstmal nichts mehr raus. Haben wir hier Kupfer. Ne, Zinn. Zack. Das ist ganz schön viel. Wann ist das so viel, was da rauskommt? So, wir, oh ne, das wollen wir eigentlich behalten, das schmeißen wir raus und das schmeißen wir raus. Noch Lapis. Ich hab so schon Probleme, Alter. Hörst du auf damit? Was ist dein Problem, Alter?
Peng, 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 peng. Oh, natürlich, natürlich. Es musste ja so kommen. So, jetzt ist besser. Pass. Nope, brauche ich nicht. So. Natürlich ist es schon dunkel. Wie kann es auch anders sein? Aber ist nicht sonderlich schlimm, weil wir haben ja unsere Mission, wenn es dunkel ist. Und welche wäre das? Ganz richtig, nicht zu sterben. Kommst da nicht rein? So. So, den Rest schmeiß ich. Oh, nee, fuck, das war jetzt dumm. Oh. Man kann ernsthaft Seeds reinschmeißen? Wie geil ist das denn? Brennen aber nicht so gut anscheinend. Los, schneller, schneller, schneller. So, jetzt heißt es Endermänner Farm. Ich bin über Perlen und Köpfe nicht böse. Ey, nicht aufhängen hier. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Der auf meiner kleinen Insel. Nee, wo ist er? Was soll das? Endermänner gehen nicht ins Wasser. Das Spiel verarscht mich. Drück mal auf nicht H, sondern doch, sollst auf J drücken, du Spast. Ist gar nicht mal so einfach mit den bescheuerten Endermännern. Man die ja auch erstmal finden muss. Nervt nicht. Überall Zombies. Da ist noch ein Enderman. Und der ist sogar oberflächlich, wenn ich mich nicht irre. Nee, schade. Dachte, wäre oberflächlich. Gut, dann versuchen wir einfach nur so noch irgendwie einen Kopf zu bekommen von irgendeinem Monster. Und bei diesem Versuch versuchen wir besser nicht zu sterben. So, hier war ein Zombie irgendwo. Zombie, Zombie. Also. Ey, wovon werde ich noch angegriffen? Was soll der Scheiß? Dagegen einer ist unfair. Bloß nicht sterben. Droppen alle keinen Kopf, ey. Ist das nervig? Ist das nervig? Sagte ich das bereits schon? Wenn nicht, sage ich es gerne nochmal. Ist das nervig? Mit Creepern rumzuboxen habe ich auch nicht so großen Bock drauf. Ich dachte, da wäre noch einer. Da vorne steht aber einer. Na, den holen wir uns aber. Gut, dass nur der Skelettfritze mich gesehen hat und nicht diese ganzen Creepers. Da wäre ich jetzt echt kurzzeitig echt überfordert gewesen. Geronimo, oh, verdammt. Hey, auf damit. Was soll ich denn? Creeper. Oh, fuck, Zombie. Nope, es wird nicht besser.
Es wird nicht besser. Es muss ein hier Enderman-Kopf sein. Scheiße. Verdammte. Okay, suchen wir weiter. Und das Schöne ist ja, wir haben unseren netten Homepunkt. Da können wir uns immer wieder zurück teleportieren. Trotzdem habe ich gedacht, wir können das Problem anders lösen. Super, Level habe ich nicht bekommen. Ah. Ich höre es nur so pfff im Hintergrund. Ist schon doof. Ich höre nur pfff im Hintergrund. Und das nicht, weil ich gefurzt habe. Nein, das ist halt wirklich einfach nur doof. Ey, wirklich, ist das euer Ernst? Das ist gar nicht mal so einfach, noch einen verdammten Enderkopf zu kriegen. Beziehungsweise generell Endermänner zu finden momentan. Jetzt doof. So, ich suche weiter, beende aber erstmal die Folge. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ihr wisst ja, wer mit dem Abos funktioniert, ne? Haut da rein.